dass in den letzten Monaten Amazon in Deutschland 23% mehr Umsatz geschrieben hat, während auf der anderen Seite der stationäre Handel die Türen geschlossen hat und jetzt machen Filialisten komplett dicht. Klar, das ist das Erstaunliche. Die Einzelhandelszahlen, die Umsätze sind nicht gesunken in der ganzen Corona-Zeit, sondern gestiegen und hin zu Amazon. Jetzt kommt ein wichtiger Punkt, den hatten Sie eben auch angesprochen. Wir müssen erkennen, dass die Amazons, die Facebooks, die Googles dieser Welt Unternehmen eines eigenen Typs sind. Die sind gleichzeitig auch Infrastruktur. Und deshalb brauchen die eine andere Begleitung, auch über das Wettbewerbs- und Kartellrecht. Es darf kein Unternehmen so mächtig werden, dass es selbstherrlich die Regeln des Spiels bestimmen kann.